Herzlich willkommen bei Autobild TV, das Magazin. Heute machen wir mit Ihnen ein paar ganz extreme Ausflüge. 4 mal 4 hoch 2 klingt nach Mathematik, ist aber die neueste G-Klasse von Mercedes. 2 größer 4, ist ein Motorrad auf Schnee besser als ein Auto? Und 2 plus 2 gleich X. Seat Leon mit neuem Allradkombi auf Abwägen. Der Lamborghini taugt nicht für den Skiurlaub. Der Ferrari ist etwas ungeeignet für den Sanddünenritt. Und der Aston Martin macht sich auf den schlammigen Wegen zur Jagdhütte immer so ungern dreckig. Luxusprobleme von Luxusautos, die Mercedes jetzt abschaffen möchte. Für alle, die ihren Reichtum gerne in exklusive Neuwagen investieren, haben die Schwaben eine Art Super-G-Klasse erfunden. Familienzuwachs bei den Extremmodellen der G-Klasse. Dieses seriennahe Showcar soll keine Grenzen kennen, verspricht Mercedes. Mit den Portalachsen aus dem 6x6 und einem neuen V8-Motor soll der G500 4x4 hoch 2 zur ultimativen G-Klasse werden, im Gelände und auf der Straße. Autojournalist Thomas Geiger ist einer der ersten, der den neuesten Brutalo-Benz am Fuße der Sierra Nevada in Andalusien testen darf. Erste Hürde, der Einstieg. Wer den neuen G500 4x4 hoch 2 entern möchte, der muss schon verdammt gut klettern können. Aber warum sollte es dem Fahrer anders gehen als dem Auto? Genauso problemlos wie Hannibal mit seinen Elefanten die Alpen erklommen hat, kraxelt auch dieses 2,25 Meter hohe Dickschiff scheinbar mühelos über die Geröllhalden. Normaler G kommt schon unglaublich weit, aber man hat hier halt einfach die doppelte Bodenfreiheit. Das heißt, die Steine, über die man drüber kraxelt, die Baumstämme, die man dazwischen nehmen kann, sind doppelt so hoch. Das ist halt ein Unterschied. Ob ein Nilpferd durch die Savanne stapft und einem die ganze Zeit die Büsche am Bauch kitzeln oder ob es ein Elefant macht. Da kitzelt am Bauch dann nichts. Möglich machen das die Portalachsen, die man bislang nur aus dem Unimog und dem urgewaltigen Dreiachser G6x6 kennt. Weil sie nicht mittig in der Narbe im Rad münden, sondern über ein Zwischengetriebe weiter oben angeflanscht sind, fährt dieser G jetzt wie auf Stelzen. 45 statt bis dato 21 cm misst der Luftraum unter dem Wagenboden und die Spurbreite wächst um 30 cm. Die martialischen Kotflügelverbreiterungen aus Carbon sind deshalb keine Show, sondern eine sachliche Notwendigkeit. Doch wie kommt man bei den biederen Schwaben überhaupt auf die Idee für so ein abgefahrenes, dickes Ding? Der 6x6 ist ein eigenständiges Auto, sicherlich besonders extrem, auch für die Wüste speziell geeignet. Und da war der Gedanke, auch den Kunden zuhörend, gibt es mal eine Möglichkeit, etwas alltagstauglicher zu werden. Zu sagen, lass wir vielleicht mal eine Achse weg, packen wir noch ein paar andere Dinge rein, wie den neuen V8-Motor. Und so ist das Fahrzeug entstanden. Dass dieser G im Gelände keine Grenzen kennt und bei einer Wartiefe von 1 Meter im Ernstfall auch mal einen Baggersee queren kann, ist zwar beeindruckend, aber eine Überraschung ist das eigentlich nicht. Denn dafür hat Mercedes den Wagen ja vor fast 40 Jahren mal auf den Markt gebracht. Vielmehr wundert man sich dagegen, wie tapfer sich diese Wuchtbrumme auf der Straße schlägt. Dafür spendiert Mercedes einen zweiten Satz High-Performance-Reifen auf 22 Zoll Felgen. Mit extra breiter Spur und den auf Knopfdruck stramm gezogenen Verstelldämpfern aus dem Rallye-Sport wird der Koloss so zum Kurvenräuber. Also du merkst natürlich, dass du einen riesen Drum bewegst, aber dafür, dass er so groß und so hoch ist, macht er seine Sache extrem gut, ist vergleichsweise handlich, fährt einigermaßen komfortabel und man kann, wie man hier auf der Strecke merkt, auch ganz gut damit um die Kurven fahren. 210 Stundenkilometer sind auf der Straße drin. Über den Verbrauch schweigen sich die Schwaben noch aus. Über 20 Liter dürften es aber schon sein. Im ultimativen G gibt ein neuer V8 Biturbo seinen Einstand, der aus dem AMG GT entlehnt wurde und bald noch in mehr Mercedes-Modellen zum Einsatz kommt. Mit seinen 422 PS und 610 Newtonmetern hat er selbst mit so einem Koloss buchstäblich leichtes Spiel. Also ich glaube, brauchen tut so ein Auto niemand. Ja, das Militär kann sowas brauchen, dann nicht so luxuriös. Rettungsdienste, Feuerwehr, Katastrophenschutz, die alle sind damit gut bedient. Ein Zivilist, ein Normalmensch braucht das nicht.
haben werden, es ganz viele wollen, weil ich glaube, es ist einfach ein geniales Spielzeug. So wie es Leute gibt, die sich einen Ferrari kaufen, so wie es Leute gibt, die sich einen GT kaufen, so wird es auch welche geben, die sich so ein Auto kaufen. Weil Sportwagen gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. So ein Spielzeug sieht man halt nicht wirklich oft. Wenn Mercedes schon vom irrwitzigen 6x6 fast 150 Exemplare verkaufen konnte, dann sollten sich auch für dieses Auto ein paar große Kinder mit dicken Brieftaschen begeistern lassen. Zumal er nicht nur handlicher ist und besser fährt, sondern auch deutlich weniger kosten dürfte. Noch will Mercedes partout nichts zum Preis sagen. Aber wenn man vom 6x6 für die dritte Achse ein Drittel abzieht, landet man bei knapp unter 300.000 Euro. Das ist zwar verdammt viel Geld, aber dieser G ist doch ein verdammt großes Spielzeug. Und es trifft bei der Kundschaft ja keine Armen. Schönes Auto, aber wir haben noch eine günstigere Alternative, um mit einem Allradantrieb außerhalb geteerter Straßen so ein bisschen Spaß zu haben. Wir zeigen Ihnen mal, welche Erfahrungen wir so mit dem neuen Experience von Seat gemacht haben. Gleich nach der Werbung. Willkommen zurück bei Autobild TV. Auto gegen Motorrad. Ich weiß nicht, wie viele Diskussionen über dieses Thema schon geführt worden sind. Was ist besser? Wer ist schneller? Und was macht am meisten Spaß? Je nach Geschmacksrichtung gibt es da auch verschiedene Antworten. Besonders heikel wird es dann, wenn man das Zweirad mal aus einer angestammten Umgebung der Sommersaison herausholt. Vierrad gegen Zweirad, Elektronik gegen Spikes, Audi gegen KTM. Ja, der Stammtisch sagt, ein Auto im Schnee ist immer besser als Motorrad. Schneller, sicherer, fährt besser geradeaus. So ein Ding schlingert ja nur. Schwer zu sagen, das probieren wir natürlich aus. Wir sind hier in den österreichischen Alpen, kurz vor der italienischen Grenze übrigens. Das Motorrad haben wir ein bisschen umgebaut. Es gibt ja keine Winterreifen für so eine Maschine. Wir haben uns Spikes-Reifen ausgesucht, dann ist das so ein bisschen ausgeglichen. Ja, das fahren wir jetzt hier mal aus. Wir sind auf einer einsamen, extra für uns abgesperrten Passstraße. Da haben wir so ein bisschen das Handling auszuprobieren. Wir werden sehen. KTM ist natürlich ein reinrassiges Sportgerät. Eine 500er EXCF steht für Viertakter. Das ist eine Wettbewerbsmaschine mit reichlich Leistung. Mal gucken, ob der Audi das schafft. Der hat diesen, wir haben hier den brandneuen 2 Liter TFSI mit Quattro Allradantrieb. So ein Ding geht natürlich per se gut. Und ob der das im Schnee schafft, wir werden es gleich sehen. Die leichte KTM 500 EXC bringt bissige 64 PS aus 510 Kubikzentimetern auf die Straße. Sie hat natürlich Heckantrieb und wiegt trocken gerade mal 112 Kilogramm. Der Audi TT 2,0 TFSI Quattro ist mit 230 PS aus 1984 Kubikzentimetern ordentlich motorisiert. Die Leistung wird elektronisch überwacht an alle vier Räder abgegeben. Leergewicht des TT 1410 Kilogramm. Erster Test in dieser ungleichen Paarung, das Handling. Im Rucksack haben wir die sogenannte V-Box. Das ist so ein Messgerät, das per Satellitenübermittlung die Geschwindigkeit und die Zeit erfasst. Ja, wir haben quasi einen Wegpunkt, den wir festspeichern, und einen Endpunkt. Und dazwischen sehen wir ja, wie schnell sich das Motorrad zum Beispiel von da nach da bewegt. Den Audi fährt Dirk Müller-Sonntag, Autobildredakteur und routinierter Rennfahrer. Also ich weiß aus meiner Erfahrung, dass auf der Rennstrecke, auf dem Nürburgring zum Beispiel, das Motorrad auf der Geraden schneller ist. Das kann auch später bremsen. In der Kurve ist allerdings immer das Fahrzeug, also das Auto überlegen. Der Audi hat vier Reifen auf dem Boden. Das heißt, wir haben eine größere Traktionsfläche und alle Reifen sind angetrieben. Das heißt, wir können die Kraft, die der Motor bietet, besser auf die Strecke bringen. Nachteil ist natürlich, dass wir das Vielfache des Gewichts haben. Ja, ein entscheidender Vorteil ist aber auch, dass ich die Sitzheizung hier habe und mein Kollege sich den Arsch schön abfriert. Auf verschneiter Piste geht es 2,3 Kilometer bergauf. Das Zweirad hat genug PS, um die gesamte Strecke fräsend hinter sich zu bringen. Nach jeder Kurve kann die Maschine sofort wieder beschleunigen. Wo der Audi einen echten Richtungswechsel braucht, kann die KTM mit mehr Tempo durchziehen. Nur auf der Geraden kann der Audi aufholen. Mit seinem tiefen Schwerpunkt und relativ wenig Gewicht erreicht er auf der vereisten Strecke bis zu 130 Kilometer pro Stunde. Aber reicht das, um die quirlige KTM abzuhängen? Zum Schluss zieht der Audi mit minimalem Abstand von nur etwa einer Zehntelsekunde dann doch den kürzeren.
Ja, wir haben hier mit diese Verbindung aus Stollenreifen und Spikes, das ist ziemlich gutes Traktionsniveau, hätten wir gar nicht gedacht. Und auch die Seitenführung ist gut, also man kann schon ziemlich sich in den Schnee verbeißen. Weiter geht's mit der Beschleunigung, wer wird's packen? Ich schätze mal die KTM. Also dieses Beschleunigungsvermögen in Verbindung mit dem hohen Kurventempo, ich glaube, der Audi hat keine Chance. Gemessen wird die Traktion von 0 auf 40, auf verschneiter Strecke versteht sich. Die KTM hat ein Leistungsgewicht von 1,75 Kilogramm pro PS. Der Audi liegt weit dahinter mit 6,13 Kilogramm pro PS. Der Audi kommt dank seines Allradantriebes ganz gut weg. Die KTM beißt sich mit den Spikes besser in den Schnee und ist dann doch etwas schneller. Ergebnis? Die KTM beschleunigt in 2,6 Sekunden auf 40, der Audi braucht dazu 3,7 Sekunden. Und wie sieht's beim Bremsen von 40 auf 0 aus? Die KTM kommt mit den Bedingungen besser klar. Sie steht nach knapp 7 Metern, während der Audi mehr als 17 Meter Bremsweg hat. Das ist deutlich. Ja, wir haben die beiden ordentlich rangenommen. Und auf der Handlingstrecke bergauf hat man ja gesehen, das liegt ziemlich dicht zusammen. Die fahren beide fast die gleiche Zeit. Wenn wir natürlich so ein bisschen, was wir auch gemacht haben, diese Bremswegwerte anguckt und das Beschleunigungsvermögen, dann zieht die KTM diesem Audi natürlich locker davon. Spaß macht's auch. Es ist ein bisschen spielerischer alles mit dem Audi. Und das ist so mörderanstrengend, weil dieses Motorrad im Schnee so unglaublich zerrt und zieht und man steigt eigentlich durchgeschwitzt ab, trotz der Kälte. Tja, ein Auto ist dann eben doch nicht immer schneller als ein Motorrad. War wohl nix mit der Stammtischparole. In Zukunft fahren wir nicht mehr selbst. Und wenn doch, dann gerne mit ganz exklusivem Spaß hinterm Lenkrad. Hier kommt der Autobild Insider. Wir möchten Ihnen dieses Auto zeigen, weil Sie es möglicherweise nie wieder zu Gesicht bekommen. Die Firma Touring Superleggera hat aus einem ohnehin sehr exklusiven Ferrari F12 ein Einzelstück gebaut. Ein handfertiges Meisterstück aus Carbon und Aluminium. Der Name Berlinetta Lusso. Unter der Haube ein 740 PS starker Zwölfzylinder. Kostenpunkt 1 Million Euro. Exklusive, denn den Ferrari F12 muss man schon selbst mitbringen. Autos werden künftig selbst fahren. Davon sind alle Hersteller überzeugt. Die Schweizer Firma Rinspeed zeigt jetzt, wie das aussehen könnte. Der Budi auf BMW i3-Basis soll mit neuester Sensor- und Rechentechnik Umweltinformationen und Vorlieben seines Fahrers aufzeichnen und dann aus den eigenen Erfahrungen quasi lernen. Das Lenkrad kann zwischen Fahrer und Beifahrer wechseln oder einfach mittig platziert werden. Die neueste Roboterarmtechnik macht es möglich. Wer möchte, kann also selber lenken. Wer dazu keine Lust hat, kann sich vom Budi chauffieren lassen. Für Skoda läuft es derzeit hervorragend. Damit das so bleibt, wollen die Tschechen künftig vor allem neue SUV auf den Markt bringen. Den Anfang macht der Snowman. Der nutzt ab 2016 die Technik des nächsten VW Tiguan. Er soll etwas rustikaler ausfallen als der immer edlere VW-Bruder. Außerdem wird es noch eine Art XL-Ausgabe geben. Der größere und siebensitzige Sherpa bekommt einen längeren Radstand. Beide neue Skoda-SUV werden dynamischer aussehen als der jetzige Yeti und sich auch durch den Wegfall der geschwärzten B- und C-Säulen unterscheiden. Strahlend graues Wetter. In Deutschland ist man froh, wenn die Heizung funktioniert. Aber bei den Autoherstellern ist schon Hochsommer. Genau jetzt werden die oben offen Varianten zu den Testfahrten geschickt. BMW zum Beispiel kommt mit dem 2er Cabrio. Die Frage ist jetzt nur, ist das ein halbes Auto für mehr Geld oder ein günstiger Einstieg in den ewigen Sommer? Zu Hause ist es noch kalt und grau. Doch BMW macht bereits Lust auf den Sommer. Mit einem Nachfolger für den seit 2008 immerhin 130.000 Mal verkauften Frischlufteinser. Hier in Texas hat man bereits mit etwas Glück schon im Februar mal richtig gutes Cabrio-Wetter. Und ganz ehrlich, was gibt es Besseres, als bei Temperaturen von über 20 Grad mit so einem Wagen offen zu fahren? Pünktlich zum Start der Open-Air-Saison bringt BMW sein 2er Cabrio. Und dieser Wagen soll bereits Ende Februar für Glücksgefühle auf Knopfdruck bei den Kunden sorgen.
Schon geschlossen ist das Zweier Cabrio ein Hingucker, weil es treu am Stoffdach festhält und deshalb knackiger und einfach besser aussieht als zum Beispiel der Vierer. Elektrisch lässt es binnen 20 Sekunden die Hüllen fallen. Der Strip funktioniert übrigens auch während der Fahrt bis Tempo 50, verspricht BMW. Dann strahlt einem die Sonne ins Herz und der Fahrtwind bläst alle trüben Gedanken an den Winter davon. Also den meisten Spaß neben dem Open-Air-Erlebnis, sage ich jetzt mal, in diesem Wagen, das ist ganz klar der Hinterradantrieb. Dieses kompakte Cabrio geht mit seinen 245 PS starken Turbo-Vierzylinder-Benziner und dem 8-Gang-Automatikgetriebe deutlich besser ab als die frontgetriebenen Konkurrenten. Auch bei der Lenkung, da spürt man eindeutig, dass die Kraft über die Hinterräder kommt. Der Wagen ist leichthändig und direkt zu führen. Das adaptive Fahrwerk für 1.100 Euro in diesem Testwagen vermittelt ein optimales Gefühl für die Straße und sorgt wirklich in allen Einstellungen noch für genug Restkomfort. Ein Unterschied zum Coupé, den fühle ich eigentlich überhaupt nicht mehr. Und das spricht wirklich für die Verwindungssteifigkeit dieses Cabrios. Dass sich der neue Zweier viel besser schlägt als der alte Einser, liegt nicht zuletzt am geänderten Format. Der Radstand wächst um 3 cm auf 2,69 m. Die Länge wurde um 7 cm auf 4,43 m gestreckt. Und auch der Kofferraum wird etwas größer. Weil BMW die Faltung des Verdecks komprimiert hat, bietet er in der Open-Air-Variante 20 Liter mehr Platz als beim Vorgänger, also gerade mal Platz für einen Schminkkoffer mehr. Übrigens bleibt dieses Cabrio auch geschlossen relativ leise. Also bei geschlossenem Dach fühlt man hier sehr gut die dicke Dämmmatte, die wirklich für eine gute Isolierung sorgt. Laut BMW konnte der Innenraumlärm damit zum 1er Cabrio um 5 bis 7 Dezibel gesenkt werden. Und BMW verspricht außerdem, dass bis Tempo 150 der Innenraumlärm im Cabrio genauso gering ist wie im Coupé. Für die frische Brise beim Open-Air-Genuss sorgen zunächst vier Motoren. Drei Benziner zwischen 184 bis 326 PS und ein Diesel mit 190 PS. Unser Testwagen ist ein 228i. Sein 245 PS starker Turbo-Vierzylinder-Benziner beschleunigt das Cabrio in 6,1 Sekunden bis 100. In der Spitze schafft der Luftikus 250 Stundenkilometer. Der Verbrauch liegt laut Hersteller mit Automatik bei 6,6 Liter, also alles im Rahmen. Nur beim Preis verdunkelt sich ganz schnell die Sonne. Auch wenn das Zweier Cabrio ein absoluter Spaßgarant ist, spätestens wenn man auf die Preise guckt, dann könnte einem das Lachen schon vergehen. Dieser 228i beginnt bei 39.550 Euro. Mit Navi-Automatik und adaptivem Fahrwerk können das aber auch mal ganz schnell 60.000 Euro werden. Tja, so viel offenes Vergnügen hat eben seinen Preis. Der einzige Trost, im Sommer soll es einen günstigeren Einstieg geben, dann kommt der 218i. Was man bei dem spart, kann man am besten gleich in Sonnencreme investieren. Jetzt müsste nur halt schon Sommer sein. Man kann ja aber auch ohne Sommer Spaß haben. Seat bringt jetzt ein Modell auf den Markt, aus dem quasi die pure Lebensfreude schon aus dem Namen herausquillt. Er heißt Seat Leon Experience, also Englisch für Erfahrungen. Was man da so für Erfahrungen machen kann, das haben wir mal ausprobiert. Ja, wenn Sie jetzt denken, den kenne ich doch. Von vorne, ja, ein Seat Leon. Von hinten, ein Seat Leon ST, aber von der Seite. Oder wenn Sie ihn fahren, spätestens dann fällt Ihnen etwas auf. Denn das ist der Seat Leon Experience. Knappe 3 cm höher und mit intelligentem Allradantrieb. Je nach Schlupf der Räder verteilt er die Kraft einzeln bis zu 100% da, wo es halt nötig ist. Das fahren wir auf Schienen. Gibt's hier einen Kombi mit Offroad-Charakter. Doch. Was heißt denn eigentlich Experience? Ja. Gute Frage. Schon Experience damit gehabt? Ja, auf jeden Fall. Lifestyle, Offroad, die Entdeckung halt von neuen Wegen. Es ist ein Name. Der soll halt ein bisschen ausdrücken, dass er ein bisschen mehr kann. Und was genau, das testen wir hier im österreichischen Tirol. Unter der Haube gibt es die Wahl zwischen drei Diesel und einem Benzinmotor. Die stärkste Maschine ist ein 2 Liter TDI mit 184 PS. Aber wie hoch ist bei diesem Wagen denn nun der Experience-Faktor? Schon Experience damit gehabt? Ja, auf jeden Fall. Mit 6 Metern Seil und einem Snowtube soll sich der Spanier in der Spur halten.
Und das tut er dann auch, im Gegensatz zu mir. Den Crashtest überstanden macht hier auf der Strecke wirklich nur einer eine gute Figur. Der Kofferraum fasst maximal 1470 Liter, also genügend Platz für neue Ideen. Man darf es halt nicht übertreiben, ne? Innen viel Leder, braunes Alcantara und abgesetzte Nähte. Außen helfen Kunststoffplanken an der Seite für eine kleine Offroad-Optik. Der Leon Experience ist dabei auf gleicher Plattform mit dem VW Golf Alltrack und dem Skoda Octavia Scout. Aber dabei ist dieser hier um einiges günstiger. Den Spanier gibt es ab 28.750 Euro als Diesel mit 110 PS. Auf der Straße wie auf Schnee und Eis kann man mit dem Seat Leon Experience also richtig schöne, Achtung Wortwitz, Erfahrungen sammeln. Grüezi. Ja gut, der Leon ist natürlich nicht nur was für den Wintersport, ist ja klar. Aber auch nicht nur was für Allradfetischisten. Alles in allem kann man also sagen, den Namen hat er sich verdient. Sind wir schon am Ende? Ich befürchte fast ja, aber nächste Woche haben wir wieder großartige Themen. Eine erste Fahrt im BMW X6M auf der Rennstrecke von Austin in Texas, inklusive Rennfahrer und DTM-Sieger 2011 Martin Tomczyk am Steuer. Außerdem zeigen wir Ihnen noch die heißesten Konzepte des Genfer Autosalons. Also sollten Sie nächste Woche auf jeden Fall wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss!